wir beginnen mit einem, wie ich finde, unfassbar interessanten Menschen, den die Hotellerie in Deutschland definitiv kennt. Er ist Hotelier des Jahres 2021, also noch genau ungefähr 3 Wochen. Dann gibt es den neuen Hotelier des Jahres. Er leitet den Öschberghof in Donaueschingen und er ist nicht umsonst bekannt wie ein bunter Hund in der Branche. Herzlich willkommen, Alexander Eisenbrei. Ich freue mich sehr auf deinen Hotelsituationsvortrag, weil das, glaube ich, in der jetzigen Zeit ganz, ganz wichtig ist. Du hast mich ja wunderbar anmoderiert, dass du die Frauen in den Vordergrund gestellt hast. Danke für das Opening. Jetzt habe ich es natürlich umso schwerer. Meine Damen, ich streng mich an, dass ich sie begeister. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war gestern schon ein wunderschöner Abend. Ich habe das Glück gehabt, bei Nina am Tisch zu sitzen. Sie hat mir aber auch gerade wieder charmant gesagt, sie war dann froh, wo der Wechsel kam. Herzlichen Dank, Nina. Du machst es mir echt leicht, heute hier zu stehen und loszulegen. Ja, es ist wunderbar, als Hotelier zu denen zu sprechen, die die Hotels bauen. Ich habe ja auch einen ganz guten Investor im Hintergrund, der in einer CCC-Lage ein Hotel mich hat entwickeln lassen, wo wir gleich noch ein Stückchen drauf kommen. Was ist das Thema heute? Wie wird sich die Hotellerie, wie wird sich die Hospitality-Industrie, und auch hier wandeln wir schon ein bisschen unser Wording, wir sprechen nicht mehr von der Branche. Wir machen uns immer so klein, wir sind die Branche, der Österreicher sagt immer die Branche. Nein, wir sind eine Industrie, wo Sie dazugehören, wo wir dazugehören, wo unsere Gastgeberinnen und Gastgeber dazugehören, wo natürlich auch alle vom Acker bis zum Teller dazugehören. Und da wollen wir heute mal ein bisschen drauf schauen, aus meiner Sicht, aus Hotelsicht. Und damit Sie mich ein bisschen kennenlernen, ich bin jetzt 52 Jahre verheiratet, 3 Kinder, wunderbare Frau, ein toller Hund. Und ganz klassisch angefangen, aber ich darf, glaube ich, nicht runter, gell? Auch schade, ich wäre so gern zu Ihnen gekommen, muss ich oben stehen bleiben. Habe klassisch angefangen und da können wir gerade mal das erste Thema besprechen. Ich habe in Bachmeier am See gelernt, 1992, sensationelles Hotel. Wir waren jeden Tag voll. Wir hatten die ganze Welt da. Es war das beste Ferienhotel Europas. In einer AAA-Lage. Und was ist draus geworden? Es hat seit Jahren zu, wurde jetzt übernommen. Ich glaube in einem Erbpachtvertrag, weil die Verhältnisse ja nicht ganz so easy sind. Da sehen Sie, dass das Thema Location, Location, Location nicht automatisch Erfolg bedeutet. Kommen wir auch noch drauf. Habe dann meine Station gemacht. Meine erste Führungsposition war in der Traube Turmbach. Da war ich in der Geschäftsführung. Hat mich wirklich geprägt, weil auch hier war damals auch das beste Ferienhotel Deutschlands. Hat mir gezeigt, ja, der Gast steht im Mittelpunkt, gar keine Frage. Aber hat